Willkommen im neuen Leben, David. Ich bin Adrian De Winter, CEO von Artemis Global Security. Wir sind sehr glücklich, dass Sie und Ihre Kollegen vom Hawks-Geschwader unser Stellenangebot angenommen haben. Artemis operiert gemäß des Reykjavik-Abkommens von 2012 als private Militärfirma. Wir gelten als extraterritoriale Rechtsperson mit Vollmacht für globale Operationen. Noch ist Artemis eine kleine Firma, aber wir verhandeln mit vielen namhaften Kunden, die an unserer militärischen Erfahrung und erstklassigen Ausrüstung interessiert sind. Nun möchte ich Ihnen Colonel Bruce vorstellen. Er ist Ihr direkter Vorgesetzter und wird Sie mit allen nötigen Informationen versorgen. Hallo Crenshaw, ich bin Colonel Bruce, Artemis Einsatzleiter für Flugbewegung. Wir werden sicher prima zusammenarbeiten, wenn Sie so gut sind, wie Sie behaupten. Ich erteile Ihnen vorübergehend das Kommando über Ihre alte Truppe. Nach der Mission sehen wir, ob Sie die Stelle langfristig behalten dürfen. Ihre erste Mission führt Sie in den Mittleren Osten. Wir wurden von einem Kunden am Persischen Golf beauftragt, die Sicherheit seiner Ölindustrie zu gewährleisten. Ihre Mission ist es, die Raffinerieanlage Al-Khudun vor den Angriffen der zahlreichen Feinde unseres Kunden zu bewahren. Wir setzen hohe Erwartungen in Sie und Ihre Männer. Enttäuschen Sie uns nicht. Reaper, hier Einsatzleitung. Dies ist Ihre erste echte Aufgabe. Wir werden Sie also genau überwachen. Ihr Hauptmissionsziel ist es, den Industriekomplex Al-Khudun zu beschützen. Der Umriss der Raffinerie erscheint nun auf Ihrem Hut. Unser Klient hat schon zwei Raffinerien durch Angriffe des Schurkenstaats im Westen verloren. Wir haben handfeste Beweise, dass ein Großangriff auf den Al-Khudun-Komplex bevorsteht. Aber dafür müssen die zuerst an uns vorbei. Unser Klient hat das zivile Personal aus dem Kampfgebiet evakuiert. Sie haben Feuerfreigabe. Angriff nach Ermessen. Luke Reaper, hier Oracle. Ich bin der AWACS Support für diese Mission. Verstanden. Navigationspunkt Charlie erreicht. Industriekomplex in Sicht. Gut zu wissen, dass jemand auf uns aufpasst, Oracle. Hier Casper. Der hässliche Typ an meinem linken Flügel ist Talon. Laut meinen Anzeigen fliegen Sie eine Kampfpatrouille Kurs 135, Entfernung 50 Meilen. Keine Gefahren in Ihrem Sektor. Erwarten Sie Befehle der Einsatzleitung. Flügelmänner den Sold verdienen, Crenshaw. Sie werden jede Hilfe brauchen. Sie können ihnen befehlen, anzugreifen oder an ihrem Heck zu bleiben, um sie zu decken. Achtung, Leute! Feindliche Bodentruppen nähern sich dem Al-Khudun-Komplex aus Richtung 180. Sie versuchen, die Anlage einzukreisen und sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Roger, Einsatzleitung, wir schalten sie aus. Swarm Reaper, Oracle hier. Feindliche Kampfhubschrauber nähern sich der Raffinerie. Sie unterstützen den Bodenangriff. Verstanden, Oracle. Greifen die Helis an. Benutzen Sie die Trackmap, um den strategischen Überblick über das Kampfgebiet zu behalten. Halten Sie die Gegner von der Raffinerie fern. Abschuss! Ein Abschuss! Schwarmführer, ich orte einen Schwarm Erdkampfflugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schnell nähern. Diese Ziele haben Priorität. Die Jagdbomber haben Priorität. Diese Jungs meinen es ernst. Hauptführer mit Abschuss!
Ziel erfasst. Rakete abgefeuert. Ein Schwarmangreifer wurde zerstört. Gute Arbeit. Achtung, angreifende Flieger, Kurs 009, Geschwindigkeit 500 Knoten, nähert sich der Raffinerie. Gehen Sie auf Abfangkurs zu den Banditen. Greifen jetzt an, over. Reaper, Vorsicht! Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Achtung, Schwarm Reaper, da kommen noch mehr Feindhelikopter mit Flottführer. Feindliche Flugzeuge nähern sich schnell der Raffinerie. Das Umfeld der Raffinerie ist jetzt sauber, Schwarm Reaper, aber es sind noch weitere Gegner im Anmarsch. Reaper, Vorsicht! Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Vorsicht! Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit, die zur Raffinerie vorrückt. Waffe aufgeschaltet! Rakete abgefeuert! Abschuss! Gut gemacht, Boss! Untertreffer auf Bodenziel! Sieht nach Abschuss aus! Wir haben hier überall Banditen. Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, werden wir überwältigt. Ich greife an. Empfange im Schwarmführer. Ich orte einen Schwarm-Erdkampfflugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schnell nähern. Diese Ziele haben Priorität. Die Jagdbomber haben Priorität. Gehen Sie um meines Herrn. Bodenziel zerstört. Treffer, sehen Sie uns das Feuerwerk. Raketeneinschlag. Guter Schuss, Schwarmführer. Roger, Schwarmführer, greife Ziel jetzt ein. Sie haben uns eine Atempause verschafft. Waffe aufgeschaltet. Jetzt drauf, jetzt drauf. Bodeneinheit zerstört. Bodenziel zerstört. Waffe aufgeschaltet. Schwarmführer, ein weiterer Schwarmkampfflugzeug nähert sich der Raffinerie. Roger, Shade. Viel Glück! Feuer frei! Noch ein Abschuss! Langsam müsst ihr ihnen warm werden! Schwarmführer, feindliche Flugzeuge nähern sich schnell der Raffinerie.
der Tat. An ihn erliegt. Der Gegner musste zahlreiche Verluste hinnehmen, Reaper. Lange halten die das nicht mehr durch. Fox, drauf! Das Umfeld der Raffinerie ist jetzt zum Achtung, Schwarmführer. Feindpanzer kommen dem Komplex gefährlich nahe. Noch ein paar Abschüsse und wir schlagen sie in die Flucht, Schwarmführer. Holen Sie uns. Volltreffer, Bodenziel neutralisiert. Führung mit Raketenabschuss. Ihr Oracle, alle verbleibenden Feindeinheiten ziehen sich aus dem Gebiet zurück. Wiederhole, Feind auf Rückzug. Ich glaube nicht, dass sie bald wiederkommen. Sieht aus, als hätten sie genug, Boss. Sie rennen wie die Harten. So stelle ich mir das vor. Gut gemacht, Boss. Nicht so schnell, Reaper. Ich habe Banditen auf dem Schirm. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich schaute einen Schwarmbomber mit Eskorte bei 270. Kommen schnell näher. Bereiten Bombenangriff auf Raffinerie vor. Sie sind nicht geflohen. Sie haben nur den Weg für die Bomber freigemacht. Wenn die durchkommen, radieren sie den Komplex von der Landkarte. Haltet diese Bomber auf jeden Fall von der Anlage fern, verstanden? Wir hören lieber Charlie, wir greifen jetzt an. Schwarm Reaper, die Bomber sind das Primärziel, aber passt auf die Eskorte auf. Sie werden angreifen, wenn ihr euch ihnen nähert. Verstanden, Oracle. Schalten die Bomber schnellstmöglich aus. Schwarm Reaper, Achtung! Feindbomber erreichen die Raffinerie in 3 Minuten. Reaper, wenn nur einer dieser Bomber loskommt, liegt er den gesamten Komplex lahm. Stopp, die Schiffe müssen in Reichweite kommen. Die Feindeskorte greift an, Schwarm Reaper, beeilt euch! Ihre Flügelmänner, nur noch 2 Bomber übrig. Jäger abgeschossen, nur noch 1 Bomber übrig, hol den runter! Nicht mal knapp, nochmal! Das war der letzte Bomberboss. Oracle, wie sieht es aus? Ist die Raffinerie sicher? Die Raffinerie sieht gut aus, Reaper. Wiederhole, die Raffinerie ist okay. Bravo, Solo! Sieht aus, als würden sie sich diesmal wirklich zurückziehen. Alle Gegner erhöhen Geschwindigkeit und verlassen das Kampfgebiet. Ja, nicht schlecht, Reaper, als Profil. Oracle, sind noch Banditen in Reichweite? Schwarm Reaper, hier Oracle. Mein Schirm ist sauber. Zurück zum Nest. Verstanden, Oracle. Wir fliegen heim. Was meinst du, Casper? Ist es besser für eine PMC zu fliegen als für die Air Force? Machst du Witze? Artemis zahlt doppelt so viel wie Onkel Sam und das schon ohne die Leistungsboni. Ja, im Ernst. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Schwarm Reaper, hier Einsatzleitung. Ihre Mission ist beendet. Sie dürfen nun zur Basis zurückkehren. Verstanden, Einsatzleitung. Wir fliegen zur Basis zurück.